Habe ich dich geträumt oder bist du mir wirklich erschienen, als ich wachtrunken deine Weisen bedachte? Strahlst du wirklich so sehr, wie sie alle sagen, und stimmt deine Gegenwart meine Haut elektrisch? So habe ich dich gehört, vernommen, dass du so wärst, sein könntest, es ewiglich bist und immer schon warst. Doch dieses immer schon ewiglich verwehrt sich mir und ich frage mich, was muss ich tun, dass du auch mich elektrisierst und wehst, sprichst, wirkst, so wie sie alle sagen. Als Kind, da habe ich dich erkannt, so klar wie nichts sonst war. Ich habe gesehen, wie du siehst, du dich gibst. Da sah ich dich manifestiert in Lichtgestalten tausendfach, die mich auf Schultern sitzend noch mehr trugen als der Vater, der mich hielt, der nicht verstand, nicht verstehen konnte, wieso meine Hand um mich griff im Versuch, das Licht auf mich zu bringen, um es zu betrachten in kleinen Mädchenhänden, fröhlich und noch klebrig vom Pfirsichsaft. Wie leise Narben durchzieht der Glanz bis heute das Braun meiner Iris, doch verblassen sie mit jedem Tag, an dem ich dich nicht sehe. Mir härtet sich der Blick, bröckelt kalt, wenn ich dich dann doch erspähe. Dann ist es nun mal so, dann wende ich mich ab. Denn wieso sollte ich dich nach all der Zeit noch suchen, wenn ich dich doch nicht halten kann? Ich frage mich, wieso sie alle sagen, wie ich dich sehen soll, wie du dir Raum nimmst. Was bringt es mir, wenn mir die Hitze den Atem raubt und ich den kühlenden Wind nicht selber spür? Auf Papier gemaltes Wasser löscht nur meinen Drang zu trinken. Bei deiner Heiligkeit und Unnahbarkeit fällt es mir schwer zu glauben, dass du wirklich nah warst, einst. Hast du sie damals wirklich so verwirrt und ihnen deine Sprachen geschenkt? Hast du dich als Feuer heilig brennend auf ihr Haupt gesenkt? Haben sie dich damals schon gesucht und wenn ja, wen haben sie nach dem Weg gefragt? Darf auch mein Haupt brennen, wenn du der gleiche bist gestern, heute und morgen? Vielleicht bist du auch gar nicht so, wie sie alle sagen. Bist kleiner, größer, vielleicht etwas heller. Vielleicht bist du Fiktion. Ja, vielleicht bist du Erfindung von wenigen, denn du kleidest dich in Abstraktion, machst mein Herz zittern in Angst vor der Art und Weise, wie du liebst. Denn wenn ich höre, wie du bist, so dreht sich in mir alles um und ich frage mich, wieso ist deine Weise, deine Berührung oft so fern und fremd? Sie lässt mich wünschen, dass weder du mich noch ich dich kennen. Denn wenn du Liebe bist und zeigst, so lebe ich lieber ohne Furcht und bleib allein. Denn du schwebst doch sowieso schon über den Dingen, über mir, nicht auf Augenhöhe. Und doch sagen sie alle, du suchst mich. Nie war ich kleiner als in dem Moment, in dem du mich einfach nicht findest, zwischen den Stühlen, in den Reihen meiner Gleichgesinnten, die mir danach alle sagen, wie du bist. Frustriert es dich nicht, dass wir nie zu zweit, nur du und ich, Zeit haben, uns anzusehen? Zeit für mich, dir meinen Geist zu geben? Könnte ich mein Herz aufreißen und dir den Weg weisen, um mir und dir und denen allen zu beweisen, es liegt doch nicht an mir? Da ich dich nicht spür, ist die Tür in mir wohl nicht groß genug für dich und was du bringst, nicht weit genug für die Liebeslieder, die du singst. Bin's ich? Denn so sagen sie alle. Vielleicht muss ich mehr wollen, dich lauter suchen und selber leiser werden. Was willst du von mir sehen, dass ich dich sehen darf? Schweigen ist lauter, wenn du es bist, der nichts sagt. Ich will mich nicht zufrieden geben mit meinem eigenen Versagen, möchte nur mal wieder wissen, dass du der eine mich noch kennst, dass du mir wohlwollend begegnest, so wie ich's weiß. Und fürchte ich auch, dass du schweigsam bleibst und dich mir niemals zeigst. In kindliche Naivität, so strecke ich mich doch aus. Und reichen meine Arme auch nicht weit, so überwindet, was dahinter steht, Berge, erstreckt sich über Kontinente und Meere, nur um anzukommen bei dir.
und somit bei mir. Und reichen meine Arme auch nicht weit, so steckt in ihnen die Sehnsucht eines Kindes, das gehalten werden möchte im allerhöchsten Glanz, um vielleicht wieder aufzunehmen, was ich schon besaß. Um nicht nur ab und an, sondern immerzu in der Erinnerung an dich und der Gewissheit der richtigen Richtung wieder zu strahlen. Dann werden sie es alle sagen. Reichen meine Arme auch nicht weit? Weiß ich vielleicht nicht genau, wieso und kann ich wenig nur mit Überzeugung sagen, so bleibt eines ganz klar. Auch wenn ich den Weg nicht weiß, vielleicht nicht merk, wo du gerade stehst, will ich doch hören auf deine Stimme, wenn du sprichst. Und vielleicht tönt sie am Ende ganz anders, als sie alle sagen.